Nach seinem mysteriösen Verschwinden und einer alarmierenden Pressekonferenz seiner Frau hat Interpol-Chef Meng Hongwei in einem Schreiben seinen Rücktritt eingereicht. In Lyon wandte sich seine Frau Grace Meng mit der Bitte um Hilfe an die internationale Staatengemeinschaft. China hat jetzt ein Verfahren gegen Meng Hongwei bestätigt. Offenbar ist er inhaftiert. Er hatte sich nach einer Reise in sein Heimatland Ende September mehr als eine Woche lang nicht bei seiner Familie gemeldet. Grace Meng zeigte eine Nachricht ihres Mannes, der sich offenbar bedroht fühlte. "Ich bin in Gefahr", lautet die Übersetzung. Das Rücktrittsschreiben von Meng Hongwei ist am Sonntag bei Interpol in Lyon eingegangen. Ein Nachfolger soll jetzt im November bestimmt werden. Unsere Korrespondentin vor Ort berichtet: Das Auftreten der Frau des Interpol-Präsidenten wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Sie fordert die internationale Staatengemeinschaft zum Eingreifen auf und sie sagt, sie tue das im Namen all derer, die verschwunden sind. Was sich daraus ergibt, bleibt abzuwarten. Catherine Hardy für Euronews at Interpol Headquarters in Lyon.